Okay. Save the Club, Basic Physics, Video Playback, Multiplayer, Save Game, Mod Support, Save to Cloud können wir mal rausnehmen. Und Mod Support. So. Gameplay. Achievements, shit. Da müssen wir irgendwas wegmachen. Joystick und Maus brauchen wir nicht. Wie sieht das aus? Video Playback. Prozent, okay. Ja, okay. Machen wir das so. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt dauert es natürlich länger, weil wir da ein bisschen mehr Zeit haben, weil wir mehr einbinden. Wow. Okay. Ja, super. Better Dialogues, ja, meinetwegen, wenn ihr das wollt. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wer hier was macht, aber das sieht schon okay aus. Das sieht okay aus. Marketing Flop. Okay, also Research geht gut ab. Und das letzte. Sound ist okay. World Design ist uns egal. Grafik ist schade. Das sieht sehr gut aus. Pom, hauen wir rein. Was haben wir denn hier für eine Information? Delete some critical systems of one of our competitors. Meinetwegen. Okay, also Technologie sieht gut aus. Und Research sieht auch super aus. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass die ganzen Bugs weg sind. Technologie und so weiter, das ist ein gutes Dings. Aha. Wir haben noch ein bisschen was. Zack, 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 zack. Komm. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt was wird. Also das ist so ein heftig gutes neues Spiel. Ein Bug. Behoben. Wunderbar. New Record. New Topic. New Combo. Great Combo. Na, da bin ich mal gespannt. Trend Match. Good Management. Mal 2,1 bringt das auch noch. Ich sehe schon jetzt, die Leute wollen Geld haben. Okay. Jo. Oh, schade. Scheiße. Ja, Salary. Okay. Heroic Weather. Buffy, gib uns... 8, okay. 9, jo. 8, okay. 10, 9. Na gut. 8, 9. Kann ich mit leben? Und Skyrocketing. Yay. Haha. Jawoll. Jawoll, komm. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Da kriegen wir doch jetzt bestimmt auch die 200.000 auf der G3, hä? Komm, Leute, gewinne. Ja, 217, damit sind wir trotzdem nicht unter den Top 100. Okay, also das sieht hier sehr gut aus, das sieht super aus. Ladies and Gentlemen, the surprise hit of this year is Buffy bei Zockerdudes. Visually pleasuring in an understatement, this game looks incredibly good. Rarely will
Game Capital U as much as Buffy. Keine Ahnung, was er damit meint. Also selten wird sie oder kaum wird sie ein anderes Spiel genauso gefangen nehmen oder so wie Buffy. Ja, okay. 500.000 Mal verkaufen jetzt hier. Platz 13 immer noch und das nach so vielen Wochen. Wir könnten hier zwischendurch mal Rusty researchen. Soundtracks around virtual economy realistic. Weather. Dialoge. Simple body language. Gucken wir mal bei den Topics. Virtual Pet. Das ist für Casual und für junge Leute. Eindeutig Startup. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. UFO. Transport. Da kenne ich auch einen Euro-Simulator. Euro-Truck-Simulator. Hacking. Yay. Der Hack-Simulator. Horror. Okay. 500.000? Yep. Jo. Go, Zocker Dudes. Well done. Fire. Ja, auf jeden Fall. Fire, fire, fire. Jetzt möchte ich was machen. Ein kleines Spielchen. Und zwar, also es verkauft sich immer noch wie warme Semmel. Das ist sehr gut. So. Develop a new game. Young. Medium. My little pony. Casual. Plattform. Der GS. Jo. Und pick a topic. Virtual Pet. Und Dude Engine 4. Bei Casual, da muss ich nochmal gucken. Macht das Sinn? Ist das Casual? My Virtual Pet ist Simulation und Casual. Ich könnte natürlich Casual Simulation machen, aber das wäre total doof, wenn ich das mache. Casual. Ich könnte natürlich auch. Da haben wir 3 negative. Da haben wir 5. Dialoge, Story, Engine, da ist nur Gameplay wichtig. Ja. Ich weiß es gerade nicht. Ich könnte es einfach mal probieren, weiter so nur casual, warum nicht? Bin jetzt einfach mal gespannt. Mal gucken. Also, was wollen wir? Beim Casual-Spiel wollen wir nichts Besonderes von der Engine. Das heißt, das kann hier runter. Wir wollen nur Gameplay. Und hier so, das mal ein bisschen machen. So, zack. So, die Engine. Die ist natürlich jetzt. Das brauchen wir nicht. Oh, das passt. Nee, so passt. Das passt so. Gameplay. Was haben wir hier? Steering Wheel, Joystick, Maus. Story and Quest. Was haben wir denn hier? Branching Story, yo. Oder Full Motion Video. Nee, dann machen wir hier Branching Story. Und da packen wir jetzt erstmal rauf. Also, Gameplay ist Design. Design, James. Story, oder ist Gameplay, ist. Warte mal, Gameplay ist doch. Nee, Gameplay ist Dings. Ah, Tech. Okay, aber wir wollen das ein bisschen ausgeglichen haben. Deswegen haben wir hier mal Otaldo hin. So, das hier Story and Quest, das ist James, das ist richtig. Und Engine ist Spencer. Okay. Oh, mein Akku ist fast alle, sagt hier mein Handy. 15%, ja. Und zack, 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 zack. Marketing und noch einmal hier die 50.000. Der Hype kommt schon fast von alleine, okay.
The hardware achievements on advancements in the PC industry have not been reflected in gaming consoles yet, and we can expect the next generation to be a truly exciting leap forward. Okay. Microsoft und Vonny, achso, die wollen die Xbox 360 und so weiter rausbringen. Solche Geschichten, ja, okay. Buffy, 6 Millionen, über 6 Millionen reingeholt. Okay. Also, wir schauen mal weiter. Casual. Oh, da geht's nur ums Level-Design. Und der Rest geht uns nicht so viel an. Dialoge, Blödsinn. Level-Design haben wir. Dialoge ist okay. Better AI, AI Companions. Okay. Level-Design ist ein Design und deswegen kommst du hier hin. Okay, machen wir das so. Ach, er ist ja auch hier links, deswegen. So, zack. Dialoge können von Otaldo einmal gemacht werden. Otaldo, zack. Und Artificial Intelligence, das macht er hier. Oder wir machen Tommy Rodriguez. So, komm. Okay, ich bin mal gespannt, was aus unseren Pets wird. Ich will eigentlich nur hier mega Design-Punkte reinholen. Komm, Design, Design, Design. Und natürlich auch Research Points auf jeden Fall. Okay, und zu guter Letzt darf beim Casual-Spiel die beiden Grafik und Sound super gut sein. Und Grafik ist Tech. Da haben wir mal Otaldo hin. Mal gucken. Das tut weh. Obwohl, Otaldo hat. Okay, James Burns. Okay, das kriegt er nicht gebacken. Rodriguez dahin. Ekelhaft. Tony Rodriguez. World Design. Da können wir Bars hinpacken. Urteil dort 117%. Das ist Mist. Aber, ach, das ist ja auch Tech. Nee, Tech. Egal, machen wir es so. Wird schon hinhauen. Ja, also bisher gefällt es mir. Könnte natürlich ein bisschen mehr Design noch sein. Es könnte noch mehr Design sein. Bugs weg. Haut die Bugs weg. Die Brain Bugs. Okay. Das hat gerade richtig viel Research gebracht. Weil es mal was Neues wahrscheinlich war, keine Ahnung. Aber die sind alle ziemlich fertig. Und ein Bug. Bug behoben. Und Ende. Neuer Rekord. Juhu. Neu Combo, neuer Topic. Großartige Combo. Ich dachte es mir, My Little Pony. Na, da bin ich mal gespannt. Aha. Okay. Okay, sehr gut. Okay, verkaufen. Interactive Store und Moral Choices. Okay. Also du möchtest auf jeden Fall Vacation. Dear esteemed Sir Madam, I'm financial advisor to CEO at Womoba Oil Limited in Nigeria. I'm writing because I know of your high repute and trustworthiness. Our CEO has authorized to invest 2.5 million in Soccer Dudes. Safe Bank and will transfer this money to you, but the bank requires confirmation from you. If you wish to receive the funds, you must transfer a one-time verification payment. Die verarschen mich. Obwohl 120.000 ist nix. Na gut.
Schade. 8. Plated for days, okay. Oh, hier sehe ich 1. Meh. Naja, nicht besonders gut. Es ist im Prinzip 6. Ah, das ist schade irgendwie. Vacation. Sent on Vacation. Okay, es hat sich aber trotzdem verkauft. Aber nicht so wie erwartet. Das wird ein Reinfall. Das wird, mal kurz gucken. Ich glaube, wir wurden verarscht mit dem Geld. Das ist ja auch... Was soll's? Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt was hier zum Researchen. 230 Punkte. Ich würde gerne 3D weitermachen, aber... Ja, ich wusste es. Ich dachte es mir mit dem Scamming. Es war irgendwie so klar. Wer schenkt mir denn einfach Geld?